Guten Morgen. Boah, sind wir schlecht Guten Morgen. eingerichtet. Hallo allerseits. Schön, dass ihr so früh am Morgen einschaltet. Die frühe Uhrzeit ist mir geschuldet. Ihr seht ja im Hintergrund ein dramatisches Bild. Ich bin heute ganz schön viel für die Stadtspürer unterwegs und ich schaffe das sonst alles nicht. Schön, Brigitte, dass du zu uns gefunden hast, wenn auch nur durch Zufall. Wie du weißt, es gibt keine Zufälle. Eben, was heißt nur durch Zufall? Es war der Zufall. Der Zufall. Und es ist ja auch kein Zufall bei dieser Sendung, wo es doch um den Mond geht. Und ihr habt schon gemerkt, wir sind ja an unserem Halloween-Wochenende. Kirsten ist unterwegs für die Stadtspüre zu Halloween. Die Birgit ist unterwegs. Heute Abend wird sie nochmal als Hexe Abelke durch das gruselige Hamburg in Gewandung sogar schleichen. Also wenn ihr in Hamburg seid und heute Abend noch Zeit habt, dann solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Heute Abend um 19 Uhr ist nochmal die Hexe Abelke unterwegs. Ja, einmalige Gelegenheit. Und wenn ihr in München seid, dann könnt ihr morgen Abend mit den Stadtspürern, mit Lilith, dem Nachtdämon, unterwegs sein. Und ich rede hier nicht einfach nur, weil ich jetzt Lust habe, über die Stadtspüre zu reden, sondern weil das alles natürlich auch mit unserem Thema zu tun hat. Wir haben es wieder mal hervorragend geschafft, liebe Kirsten, die Tarotkarte genau dann zu besprechen, wenn sie eigentlich dran sein sollte, oder? Findest du nicht auch? Ich finde das perfekt, ja. Wir haben jetzt auch tatsächlich nicht mehr so viele Karten vor uns. Ne, uns fehlen jetzt noch nach dieser Folge 3 Stück. Was? So schnell ist schon vorbei. Was machen wir Ja, dann, und dann, Kirsten? ach, ich weiß noch nicht. Vielleicht habt ja das Publikum da draußen Ideen, was wir dann machen sollen. Könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Aber wir haben vor, diese Serie bis zum Jahresende abzuschließen. Und wir wollen dann natürlich auch mal wieder in den Sternenturm reisen. Das war jetzt im Augenblick immer etwas schwieriger, aber zum Jahresende könnt ihr euch da, glaube ich, auf eine tolle Folge Sternenturm freuen. Also wir bleiben am Ball und eure Ideen sind uns ganz, ganz herzlich willkommen, wenn ihr möchtet, dass wir euch Symbole, geheimes Tarot und astrologisches Wissen näher bringen sollen. Ja, und ich denke mal, uns wird auch zum Thema Tarot sicherlich auch noch was einfallen. Aber der Sternenturm, da haben sich schon Spinnweben gebildet. In Das unserer kann ich auch schon Sternenturmkammer, da sehen. müssen wir das mal aufräumen. Also ihr seht, wir sind mitten im Thema. Der Mond ist eine Tarotkarte, die, wie ich finde, wir werden da noch ausführlicher drauf kommen, aber mein persönlicher Eindruck ist von der Tarotkarte, seitdem ich Tarotkarten kenne, sie verkörpert ein bisschen das, was wir so an Halloween, Samhain natürlich, wenn wir das den altirischen Namen nehmen, sehr gut dazu passt, weil er so ein bisschen diesen Übergang in diese andere Welt verkörpert für mich, auf irgendeine Art und Weise. Ja, ein bisschen sehr auf jeden Ein Fall. bisschen sehr. Und Wunderbar. die Karte hat auch eine, wie ich finde, nicht so schöne Rezeptionsgeschichte. Also, wenn wir auch gleich darauf eingehen, die Haltung dem Mond gegenüber hat sich ziemlich verändert. Aber ja, lass uns doch einfach mal mit dem anfangen, was du Ich habe ja immer. wie immer erstmal Bilder vorbereitet, von denen ich denke, dass sie uns zum Thema Mond hinführen werden. Das Gute ist, wenn wir von Mond sprechen, müssen wir nicht viel erklären. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal den Mond gesehen. Jeder von uns weiß eigentlich, was der Mond ist. Und die meisten werden wahrscheinlich auch die Faszination, die vom Mond ausgeht, nachvollziehen können. Denn wer selbst einen ganz banalen, jeden Monat stattfindenden Vollmond mal in voller Größe am Himmel gesehen hat, ob in der Stadt oder besser noch auf dem Land, wenn man wirklich das Licht gut sehen kann, der kann einfach erahnen und spüren, was der Mond mit den Menschen machen kann. Ich glaube, dass da wenige wirklich gefeit sind gegen die Faszination, vielleicht das Unheimliche auch, was damit verbunden ist, aber auch eben die Schönheit des Lichtes. Und das Bild jetzt hinter mir passt natürlich zur aktuellen Zeit. Der Mond und Halloween, also wenn man so durch die jetzigen Halloween-Ankündigungen durchgeht, was alles so los ist, also es darf also nie irgendein Mond fehlen. Es ist meistens der Vollmond, der ja schon immer so eine magische Bedeutung besessen hat. Also in der Hexenkunst oder
überall da, ob wir Wicca nehmen, das ist so diese moderne Variante der Hexen oder auch frühere Bräuche nehmen. Immer ist der Vollmond als Höhepunkt der Mondphasen natürlich ganz besonders wichtig. Aber wenn man sich mal ganz allgemein einfach mal nur mit dem Mond beschäftigt, jetzt sehen wir ihn hier einfach als ganz simpel und schlicht als Erdtrabant, dann glaube ich, kann man schon sagen, also wir haben ja nicht wie andere Planeten in unserem Sonnensystem mehrere Monde, die Erde hat nur einen Mond. Und dieser ist natürlich eine besonders machtvolle Erscheinung und die wird natürlich mit der Nacht in Verbindung gebracht, auch wenn jeder von euch weiß, dass man den Mond auch manchmal tagsüber sehen kann, aber nicht in jeder Phase. Also wenn wir den Mond tagsüber sehen, dann ist es nie die Vollmondphase, sondern dann ist es immer eine Phase davor oder danach. Ne? Also der Neumond, oder der Sichelmond, der kann auch am Tageshimmel schon sichtbar sein, aber der volle Mond ist wirklich nur nachts zu sehen. Und das Interessante ist, dass eben der Mond entsprechend von unseren Vorfahren schon genutzt wurde als Zeitmesser. Das Wort Mond, das wir im Deutschen haben, ist eng verwandt mit dem Wort für messen, also eine Sache messen. Denn wir haben den Monat davon abgeleitet. Der Monat ist eben, war früher eben entsprechend einem Zyklus von Phase zu Phase. Entweder von Vollmond zu Vollmond oder von Neumond zu Neumond, ungefähr 29 Tage. Heute ist das nicht mehr so, heute stimmt das nicht mehr überein mit den Mondphasen, weil wir einen Sonnenkalender mittlerweile haben. Aber im Namen Monat steckt das immer noch drinnen, dass es ursprünglich mal um die Mondphasen ging. So, das wollte ich jetzt nochmal sagen zum Thema Mond. Fällt dir da noch was ein, Kirsten? Mond. Ja, also im Tarot haben wir auch die Mondphasen abgebildet in den großen Arkana. Wir haben drei Karten, die mit diesen Mondphasen in Verbindung gebracht werden. Das ist halt die Hohepriesterin, die für den zunehmenden Mond steht, den Sichelmond, der langsam zum vollen Mond wird, das Jungfräuliche. Wir haben die Herrscherin, die für den vollen Mond steht. Und wir haben den Mond, der für den abnehmenden Dunkelmond steht. Und im Tarot ist es halt so, dass diese drei Mondphasen vor allem auch mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht werden, was sie ja auch von der Tradition her oft, ja, was schon immer der Fall war, nämlich die drei, da kommst du gleich Da hin, kommen wir noch Entschuldigung. drauf, aber das ist schon mal ein wichtiges Stichwort. Weil man sich ja vielleicht auch wundert, dass der Mond mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht wird. Das ist etwas, was, glaube ich, vielen bekannt ist. Wir haben ja auch den weiblichen Zyklus, der mit dem Rhythmus des Mondes in Verbindung gebracht wird. Aber interessanterweise heißt ja der Mond im Deutschen der Mond. Er ist also männlich, während die Sonne weiblich ist. Das ist ja in den mediterranen Kulturen, die auf römischer Sprache basieren, ja anders. Da haben wir La Luna und Il Sole zum Beispiel. Also Mond weiblich und Sonne männlich. Da haben sich natürlich viele den Kopf drüber zerbrochen. Ich möchte aber vorher noch eine Frage beantworten von Herzensmensch. Warum sieht man den Vollmond tagsüber nicht? Das liegt daran, dass Vollmond immer nur dann auftauchen kann, wenn Sonne und Mond sich genau gegenüberliegen. Also das heißt, sie befinden sich quasi in Opposition, wie wir Astrologen sagen würden. Und wenn etwas sich in Opposition befindet, dann kannst du dir vorstellen, die Sonne geht auf und der Mond geht zeitgleich unter bei Vollmond. Ja, und natürlich umgekehrt, wenn die Sonne, was habe ich gesagt, Sonne aufgeht, geht der Mond unter, so rum. Auf alle Fälle, sie können sich bei Vollmond niemals zeitgleich am Himmel zeigen. Wenn das mal passiert, dann stimmt was nicht. Dann ist die Erdachse verschoben oder Außerirdische haben den Planeten erobert und haben alles durcheinander gebracht. Aber wenn alles seinen natürlichen Weg geht, dann könnt ihr niemals Sonne und Vollmond gleichzeitig sehen. Es stimmt nicht ganz, muss ich jetzt kleinlaut beigeben, in dem Moment, wo ich das ausspreche. Wenn ihr weit oben seid, irgendwo in den Bergen, auf einem Gipfel, ja, dann kann es sein, dass ihr durch die entsprechende Höhe beide noch gerade sieht.
werden sie auf und unter gehen. Aber das ist echt eine Ausnahme. Ich rede jetzt mal von durchschnittlich. Überschneidungen. Ich weiß nicht, was du mit Überschneidungen meinst, Herzensmensch. Normalerweise überschneidet sich nichts, wenn sich Vollmond und Sonne am Himmel befinden. Habe ich das gut erklärt, Kirsten? Ich finde, das hast du gut erklärt, Christopher. Ja, gut. Dann nochmal, wo waren wir stehen geblieben? Bei Vollmond, Mond weiblich, genau, so war's. Das ist also wirklich ein interessantes Fakt. Kirsten, wie würdest du dir denn das erklären, dass die Germanen offensichtlich renitenterweise den Mond für männlich halten? Weiß ich nicht. Da hast du dir noch nie Gedanken drüber gemacht, liebe Nee, habe ich Kirsten. mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Gut, das ist mein Stichwort. Aber du. Vielleicht, nee, also ich finde es andersrum logischer. Ich habe ja Tarot gerade auch im englischsprachigen Raum gelernt und da ist es halt auch so, dass der Mond weiblich und die Sonne männlich ist, eher. Wobei man Und sagen muss, der Tarot kommt ja aus dem mediterranen Raum, wenn man so will, von der Symbolqualität her, ne? ja, eben, aber erklär's mir doch, Christopher, ich bin ganz Also es neugierig. ist interessant. Die skandinavischen Sprachen haben den Mond immer männlich, also die nordischen Sprachen, und die Sonne weiblich. Die keltischen Sprachen haben beide weiblich. Also keltische Sprachen haben Sonne und Mond weiblich. Also wir merken, das Rollenverständnis, ja, das Gegendere rund um die Gestirne, das wird je weiter nördlich wir kommen anders. Es gibt übrigens auch, die Japaner haben es auch umgekehrt. Also sie haben auch einen männlichen Mond, eine weibliche Sonne. Es ist also kein Stimmt ja. singuläres Phänomen. Das Lied Lady Sunshine and Mr. Moon, nee, das kenne ich nicht, aber das ist interessant, ja. Weil, wenn wir mal gucken, wir kommen da vielleicht noch drauf, es werden ihnen ja oft auch in den Mythologien Gottheiten zugeordnet. Und in Germanischen haben wir zum Beispiel eben zwei Geschwister, die Sonne und Mond sind, die auf einem Wagen über dem Himmel reisen und ja, und von Wölfen verfolgt werden, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, das passt irgendwie auch zu dieser Karte. Und immer wenn die Wölfe sehr nahe kommen und sie so drohen zu verschlingen, gibt es dann Finsternisse. Also so ist so eine mythologische Erklärung dazu. Da ist es eben ein Brut, der Bruder Mond und Schwester Sonne. Und dann gibt es eben die Idee, also wir wissen nicht genau, warum es die Geschlechter da andersrum sind, aber es gibt eine Idee, die besagt, je gerade für den Norden, dass die Sonne ja das Licht- und wärmespendende Gestirn ist. Und das ist ja für nordische Völker wesentlich wichtiger als für mediterrane Völker, bei denen die Sonne durchaus auch eine aggressive Komponente enthalten kann, ne? Also wenn es so richtig heißer Hochsommer ist, dann wünscht man sich ja manchmal, dass die Sonne weniger heiß sein möge. Gerade in Mittelmeergebieten, wer mal in Italien war, weiß das im Hochsommer. Während sozusagen in den nördlichen Gefilden, wo die Sonne ja Wärme und Licht und Geborgenheit schenkt, man vielleicht sogar das Mütterliche gesehen hat, wie eine Henne, die mit ihrer Wärme das Ei ausbrütet, sowas in der Art. Ja? Also Wärme und Licht mit, weil du kräuselst so die Stirn, Kirsten. Ja, ich weiß nicht, warum das dann eher weiblich sein sollte. Ja, weil eine Henne brütet ihr Ei aus. Ja, ich verstehe es schon, aber okay. Wollen wir es einfach so stehen lassen, weil Es es ist scheint ja das nicht für mütterliche jeden ein. Prinzip. Es ist das Ja, mütterliche genau. Prinzip dort. Ja. Und die Sonne wird häufig auch weiblich dargestellt, aber bei den Kelten mit den die Frauen mit den langen goldenen Haaren. Ja. Genau. Und die Lateinlehrerin hatte die Theorie, dass das dominante Gestirn männlich ist. Im dunklen Norden ist es daher der Mond. Genau. So würde das auch so würde ich das auch in diese Richtung setzen. Nur, dass ich eben nicht sagen würde, dass der Mond ein dominantes Gestirn im Norden ist, sondern dass der Mond eher das Kind der Sonne ist. Ne? Und dass es zum Beispiel durch seine Phasen wächst, größer wird und wieder zurückkehrt zur Sonne. Das ist dann genau dieser Mondzyklus. Wir haben also die Mutter, die Sonne und das Kind, den Mond. Das war eigentlich eine ganz kurze Erklärung nur dazu. Ich bin damit Ja. zufrieden. Ja, also ich bin ja auch nicht da so daran interessiert, warum Tarot funktioniert. Das sind so Diskussionen, wo ich immer mich so ein bisschen ausklinke, weil wenn wir so
Im trüben Fischen und nichts Genaues wissen, finde ich es immer ein bisschen anstrengend. So, Wir bevor sind du die gerade hier Frage. sehr mondig, stelle ich fest. Ja, genau. Also ich sage nur eins noch. Das ist das Letzte, was ich jetzt dazu sage, Kirsten. Ja, Was ich Christopher. nicht so schön finde, ist, wenn man Mondin sagt oder sowas in der Art. Das finde ich nicht so schön. Aha. Ja, weil es heißt einfach der Mond bei uns. Es ist so. Möchtest du jetzt eine Gender-Diskussion anfangen, lieber Nein, Christopher? eben nicht, Kirsten. Wir könnten höchstens Mondsternchen in schreiben. Damit könnte ich leben. Aber dann auch bitte sonnerig. Ja, mein Sohn hat sich gerade darüber aufgeregt, dass alle Tierkreiszeichen durchgegendert werden. Also es gibt ja dann natürlich auch das mit innen, aber es gibt ja auch statt des Steinbocks die Steinziege zum Beispiel. Und er hat sich sehr darüber aufgeregt, dass die Jungfrau dann nicht gegendert wird, weil er ist ja Jungfrau und er ist der Ansicht, es müsste jetzt auch Jungmann heißen. Ja, oder Jungfrauer. Da kann man auch Jungfrau. sagen. Der Jungfrauer. Also wir, gut, also wir sehen mit dem Gendern wird es, aber das ist wir sind nicht ganz ab vom Thema, weil dieses Thema ist natürlich ein wichtiges Thema auch für den Mond, weil wir später tatsächlich diese eher weibliche Qualität des Mondes ja nochmal besprechen. Und im Tarot können wir mal ganz grundsätzlich sagen, ist, auch wenn es im Deutschen der Mond heißt, die Symbolik ganz stark weiblich geprägt. Immer wenn der Mond Ganz genau. auftaucht, haben wir also mal geklärt. Und ich würde mal sagen, ich nehme mal das nächste Bild und bringe noch mal hinzu, dass der Mond natürlich viel mit Magie in Verbindung gebracht wird. Klar, die Mondphasen. Du hast zwar jetzt gesagt, die Karte der Mond steht eher für den Schwarzmond, also den Dunkelmond. Aber beide Mondphasen, der Neumond als auch der Vollmond werden natürlich zu magischen Ritualen genutzt. Vollmond war ja schon immer auch der Zeitpunkt, wo man vielleicht an irgendeine Kreuzung gegangen ist, ne, unter einen Galgen und hat irgendwie zauberisch, ist man zauberisch tätig geworden. Das finden wir in vielen, vielen Überlieferungen. Ja, also alle Phasen des Mondes sind in der Magie wichtig. Und der Vollmond ist vielleicht ganz gut für bestimmte Rituale, aber tatsächlich sind die besseren Zeiten auch auf Basis des Tarot, die, wenn es ans Zunehmen oder Abnehmen geht, die Qualitäten des Vollseins, ob dunkel oder hell, ist nicht immer das Idealste. Das ist ja auch so, ich meine, die Mondkalender, ich habe selber auch mal Mondkalender geschrieben, diese Mondkalender, die sind ja eigentlich zeitlos. Also ich weiß nicht, wer von euch da draußen nutzt Mondkalender, also die Phasen des Mondes, ne, dass man sagt, bei zunehmendem Mond macht man auch nur Dinge, die zunehmend sind, bei abnehmendem Mond macht man Dinge, bei denen man abnehmen kann, zum Beispiel. Oder gibt es da jemand von euch, der mit Mond nach dem Mond lebt? Also, das ist ja, glaube ich, seit einigen Jahrzehnten ist das ja en vogue. Und das lässt irgendwie, glaube ich, nicht nach. Aussehen, Saat, also dass man Gartenarbeit, Hausarbeit danach ausrichtet. Ihr könnt es ruhig zugeben, wenn ihr das tut. Also ich mache das nicht, aber ich achte schon auf die Mondphasen für bestimmte Dinge, die ich gerne dann mal bewirken möchte. Aber ich laufe nicht mein ganzes Leben lang durch, schaue auf den Kalender, was da gerade los ist. Also du machst deine Dauerwelle nicht, wenn... Nein, ich habe ja meistens diese Zöpfe, die kann ich jederzeit Sehr machen. schön. Du kannst dich also völlig frei machen vom Mond, da du keine Dauerwelle hast. Das war, ich sage das deshalb, wer heutzutage macht eigentlich noch Dauerwelle? Und trotzdem steht in den Mondkalendern immer die besten Termine für Dauerwelle drin. Also ich... Also das ist für mich immer ein Rätsel gewesen. Und als ich die Mondkalender für den Verlag gemacht habe, habe ich gesagt, also ich will eigentlich die Dauerwelle rauslassen. Nein, um Gottes Willen, die Ich dachte, Dauerwelle du muss hast drin bleiben. eine. Aber naja, egal. Im So, Herzensmensch, also. eine Sache noch, Feministin, da müsstest du definieren, was du darunter verstehst, sonst gebe ich auf sowas Oh. keine Antwort. Ja. Ich stelle übrigens auch gerade fest, ich bin ziemlich dunkel heute und du ziemlich hell. Haben wir hier eigentlich auch schon die Polarität angelegt? Das ist natürlich völlig absichtlich, Kirsten, aber ich möchte Genau. natürlich auch, möchte dir natürlich noch mehr Licht geben, das ist doch klar. Ja. Ah.
Hast du dir besser gefallen mit etwas mondischer Dunkelheit? So. Ja, wir lassen das mal so. Du bist so silbrig und ich bin Jetzt sehr golden, so gehört sich. konturstark. Aber lass uns weitermachen, Wir Christoph. lassen uns mal weitermachen, genau. Entschuldigt, dass das heute so wuselig ist, aber das ist, glaube ich, auch der Qualität des Mondes geschuldet. Ja, der sieht nämlich dann teilweise zu Halloween so aus. Also wir haben immer wieder diese Magie, die mit dem Mond verbunden ist. Haare schneiden, ganz wichtig. Und nach dem Mond, bei Löwemond soll man die Haare irgendwie, glaube ich, schneiden. Und wenn man sie bei Jungfraumond schneidet, dann bleiben sie besser in Form. Also es gibt diese Tipps, die im Mondkalender drin stehen. Ich will damit nur sagen, der Mond spielt eine ganz wichtige Rolle bei uns im Leben. Also war schon immer der Taktgeber des Lebens. Ne? Auf der einen Seite unsere Vorfahren, das wissen wir schon aus der Bronzezeit. Da haben wir die Himmelsscheibe von Nebra zum Beispiel, wo zwei Mondphasen nach einer Lesart drauf sind. Die Leute haben sich nach dem Mond gerichtet. Er war einfach unglaublich wichtig und das ist er heute immer noch. Er besitzt diese Qualität. Und natürlich, ich habe jetzt hier nochmal so ein Bild gewählt, bei dem wir mal alle Klischees vereint sehen. Ein unheimliches Haus, knorrige Bäume, ein Grabstein und eine Hexe, die eine Kerze vor sich herträgt. Ja, und das Ganze natürlich unter dem vollen Mond. Und damit leite ich eigentlich auch schon über auf dieses Bild, denn darüber wolltest du vorhin schon kurz sprechen, liebe Kirsten, über das Thema Weiblichkeit und Mond. Wir akzeptieren das jetzt einfach mal so, dass das bei den Tarotkarten so ist. Und ja, Mondgöttinnen gibt es ja zuhauf, wenn man so will. Ja, also wie gesagt, ich hatte das jetzt ja auf die drei Phasen des Mondes bezogen, die im Tarot durch drei Frauengestalten, beziehungsweise eigentlich eher durch zwei Frauengestalten dargestellt sind, nämlich durch die Hohepriesterin Neumond, die oder zunehmender Mond, die Herrscherin als voller Mond und der Mond als abnehmender Mond, und das sind dann die Phasen Jungfrau, Mutter, Frau mitten im Leben und alte Weise. Und du hast ja eben gerade diese hübsche Hexe gezeigt. Also der Mond wird auch gerne mit der Göttin Hekate in Verbindung gebracht im Tarot, die ja einerseits eine alte Göttin ist, also alt im Sinne von alt aussehend und gleichzeitig auch durchaus schwarz und hell magisch arbeitet und gerne mit den Hexen in Verbindung gebracht wird und auch von den Hexen gerne angerufen wird. Also, ich muss da immer dran denken. Ich habe mich ja mit dieser dreifältigen Göttin schon recht früh beschäftigt, interessanterweise, weil ich über die Bücher in den 80er, frühen 90er Jahren von Heide Göttner Abendroth gestolpert bin, die du vielleicht auch kennst. Also, kennst sie nicht. Leider. Nicht, aber du kennst vielleicht noch den Verlag Frauenoffensive, den gab es mal. Naja, den kenne ich ja. Genau, und der war ja in München. Und die Heide Göttner Abendroth hat in diesem Verlag veröffentlicht und ein für mich, für meine Entwicklung wichtiges Buch war Die Göttin und ihr Heros, in dem sie eben diesen Gedanken der dreifältigen Göttin mit den drei Mondphasen in Verbindung bringt. Auch die drei Farben, die dazugehören, also die weiße Sichel. Mondgöttin, die rote Vollmondgöttin und die schwarze abnehmende Mondgöttin. Das hat sie so in Verbindung gebracht. Und der Heros, der Held, der immer in Bezug auf die Göttin ist, das ist dann die Sonne. Das wäre ja dann etwas, worüber wir uns bei unserer nächsten Folge unterhalten. Denn die Sonne steht ja in unserem Planetenreigen ja noch aus. Wir haben Stern, Mond und Sonne. Und da können wir uns dann vielleicht auch mal über den Heros unterhalten, der da vielleicht sogar sichtbar wird. Aber vorher kommt natürlich diese Göttin, das finde ich auch interessant, diese Dreifältige, die diese drei Phasen des Lebens verbinden und die natürlich auch mit Göttinnen verbunden ist in der Mythologie. Also denken wir an die Göttin Hekate, das ist die griechische Göttin der Kreuzwege, also auch bewusst eine Göttin der Zauberei, der Zauberkunst, der Magie, die ja gerne an so Kreuzwegen vollzogen wurde und die auch manchmal dreigestaltig dargestellt wird.
Oder wir denken an die drei Nornen, wir denken an die drei Parzen der Römer, wir denken an die Mäuren der Griechen, die Nornen wären eben germanisch. Diese Dreifaltigkeit, die mit dem Mond in Verbindung gebracht wird. Nun, die Schicksalsgöttinnen werden nicht immer mit dem Mond in Verbindung gebracht, aber da spiegelt es sich für mich meines Erachtens wieder, diese drei Phasen. Euch bewegt das Thema der Dauerwelle sehr, stelle ich fest. Und die Frau im Hintergrund hat vielleicht auch eine Dauerwelle, wenn ich ganz ehrlich bin. Man weiß es nicht. Aber sie hat sich bei Löwe die Haare geschnitten. Mindestens. Denn wer sich bei Löwe die Haare schneidet, der sorgt dafür, dass sie prächtig und üppig nachwachsen. So ist das nämlich. Marion schreibt hier noch, dass der Neumond auch als Furie dargestellt werden kann. Naja, genauer gesagt bedauert sie, dass ein Freund von ihr das bedauert, den fehlenden Mond, den Neumond als Furie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Neumond als Furie sehen würde. Ich glaube, ich auch nicht. Aber sagen wir mal so, der Neumond, das ist ja, also man muss da genau sein. Neumond hieß früher nicht das, was wir heute als Neumond bezeichnen, sondern der neue Mond, das ist ungefähr, war früher 3 Tage nach dem, was wir heute Neumond bezeichnen, genau. Als die ganz dünne erste Sichel am Himmel sichtbar wurde. Das war der neue Mond, der neu geborene Mond. Ja. Das, was wir heute als Neumond bezeichnen, astronomisch, nämlich wenn Sonne und Mond genau in Konjunktion stehen, daher der Mond komplett von der Sonne überstrahlt wird und nicht sichtbar ist, das wohl hätte man früher eher als den Schwarzmond bezeichnet, den Dunkelmond bezeichnet. Ja. Und da er eben nicht sichtbar ist, ist er eigentlich keine eigene Phase, obwohl man es mathematisch oder astronomisch so sagen könnte. Aber er ist weg, er ist verschwunden. Und daher wird er nicht, also spielt er nicht symbolisch diese Rolle, obwohl er wahrscheinlich im Gefühl der Menschen sicherlich eine Rolle gespielt hat. Aber man konnte ihn ja nicht darstellen. Also, ne, so. Und in diese Zeit würde ich dann auch eher die Furien verorten. Ja, also eher nicht. Ne? Das wäre eher ein Moment des Ausatmens, des Stillstandes, wo eben etwas nicht sichtbar ist. Ja, aber lass uns doch einfach mal weitermachen. Da machen wir mal weiter. Ich sehe schon, Kirsten, heute kreuzest du verdammt oft deine Stirn. Das macht mich unsicher. Aber gut, ich komm drüber hinweg. So. Ja. Was ist das? Ja, ich habe natürlich in weiser Voraussicht auf das, was wir auf den Karten noch sehen werden, habe ich mir gedacht, was denken wir denn vielleicht noch, wenn wir an Mond denken, nämlich an Hunde oder Wölfe, die den Mond anheulen. Was ist das? Ich habe da gerade eine Frau gesehen, die duscht. Wo hast du eine Frau gesehen, die duscht? Also Kirsten. Ja, sehr, aber ein sehr schönes Bild, wenn ich es jetzt erkenne. Natürlich das Anheulen des Mondes, was auch sehr relevant ist, wenn wir gleich die Tarotkarten uns ansehen. Aber Christopher, erklär du mir doch mal bitte, warum Hunde und Wölfe den Mond anheulen. Tun sie das wirklich? Es ist vielleicht auch nur ein Mythos, dass sie das tun. Da müsste man eigentlich bei die Christine fragen. Und ich glaube, wir haben diese Frage mal geklärt in einer Folge der Geheimnisakademie über den Wolf. Da gibt es nämlich eine mit Christine. Und ich weiß die Antwort nicht mehr. Ich glaube aber, noch jemand sieht eine Frau, die duscht. Ich sehe die nicht. Entschuldigung. Aber ich werde mir das Bild nochmal ganz genau. Vielleicht können das nur Frauen sehen, Kirsten. Kann sein. Magic auf alle Fälle. Ich glaube, dass es gibt eine Erklärung, die besagt, Christine ist anwesend. Gott sei Dank, Christine, du rettest mich. Es ist ein Mythos. Danke, Christine. Aber es ist ein schöner Mythos und wir sehen ihn ja regelmäßig, ob wir nun irgendwelche Werwolf-Filme sehen. Der Werwolf, der sich ja auch nur bei Vollmond verwandeln kann. Auch da die verwandelnde Kraft des Mondes. Scheint also ein Mythos zu sein. Vielen Dank, Christine, dass du das geklärt hast. Und dennoch ist es ein schönes Bild natürlich. Und ich glaube, auch im Tarot steht es dafür, dass in Vollmond, das erweckt ja ganz bestimmte Instinkte und Triebe und Gefühle in uns, wenn wir diesen Mond betrachten und dass die durch den Mond erweckt werden. Ich glaube, dafür könnte das ein Symbol sein.
Gut, ich mache mich mit der duschenden Frau echt verrückt. So, ich. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. So, ich danke, Daniela, dass du sie nicht siehst. Wir gehen mal weiter, gleich mit den Tarotkarten, würde ich sagen. Wir haben jetzt, obwohl der Mond ein so ernstes Thema ist, liebe Kirsten, es ist doch recht lustig geworden bisher, oder? Ja, das lag jetzt sicher an der Dauerwelle mit der Dusche, aber Ich rette mal die Situation und ja, zeige Tarotkarten. bitte. Und Ich hatte ja beim letzten Mal beim Stern erzählt, dass wir gerade im Turm, die Karte davor, so in eine Situation kommen, wo das Weibliche in der Erzählung der Tarotkarten bis zum Ende der Serie, bis zur Zahl 21, immer weiblicher wird. Und da haben wir auch ausführlich über den Stern geredet und die Frau, die wir auch mit einer Form der Mondgöttin assoziiert haben, wenn ich mich recht entsinne, ne? Wir haben auf Diana im Bade angespielt zum Beispiel. Und wenn wir jetzt die nächste Karte sehen, da sehen wir, dass jetzt die menschlichen Gestalten oder vielleicht auch die göttlichen Gestalten in Menschenform verschwunden sind. Wir haben zwar noch ein Gesicht, das sehen wir oben im Mond, aber ansonsten sind wir hier halt in einer animalischen Welt gelandet. Und mein erster Impuls, wenn ich die beiden Karten nebeneinander sehe, ist, dass die Frau etwas gießt ins Wasser und daraus entsteht etwas. Die Karte ist ja interessanterweise den Fischen zugeordnet, nicht dem Mond. Der Mond ist der Hohepriesterin zugeordnet. Und ich glaube, das meinte ich mit der etwas schwierigen Rezeption vorhin, dass die Menschen, die sich mit den Karten beschäftigt haben und sie in okkulte Themen umgewandelt haben, beim Mond immer tatsächlich die dunkle Seite des Mondes gemeint haben, während die Hohepriesterin eher die helle Seite des Mondes ist. Und mit der dunklen Seite des Mondes meine ich den Dunkelmond, den du schon genannt hast. Später in anderen Tarotkarten werden wir das auch noch genauer sehen. Dann gehe ich da noch mal drauf ein, wenn wir auch das Bild dazu haben. Aber hier haben wir erst einmal wirklich eine Situation. Es ist ja eines der älteren Decks aus dem ja, 16. Jahrhundert, wo wir sehen, dass hier wirklich auf einmal genau das gezeigt wurde. Die Wölfe oder Hunde, die heulen. Wir sehen zwei Türme im Hintergrund, die auch nochmal wichtig sind. Ich glaube, diese zwei Türme haben einerseits eine magische Bedeutung. Sie können die vier, also wir sehen davon nur zwei, aber es könnten die vier Wachtürme sein, die in der Magie gerne um die Erde herum positioniert werden. Und wir verlassen hier so langsam wirklich das irdische Reich mit dieser Karte. Der Krebs oder die Languste oder was das immer ist, dazu hast du jetzt kein Beispiel gebracht, ne? Aber ich assoziiere damit immer auch tatsächlich das Tierkreiszeichen Krebs, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Krebs, das sehen wir dann später noch viel deutlicher, versucht, aus diesem Wasser herauszukommen, ist vielleicht auch ein Symbol für Evolution. Ja, wir haben den Krebs, dann die Tiere, dann dahinter die Türme, also von der Amöbe hin zur Zivilisation. Das Leben soll ja aus dem Wasser gekommen sein und dass dieser Krebs versucht, aus dem Wasser zu kommen. So beschreibt es jedenfalls Wade in seinem Buch dazu. Also, was ich interessant finde, ist, wir haben es ja hier mit dem Tarot de Marseille zu tun, dass wir also dieser Übergang vom Stern zum Mond, also wenn man da nochmal eine Sequenz sich vorstellt, die Frau im Stern gießt Wasser in ja einen See oder ein Gewässer in jedem Fall und in der Folgentat kommt aus dem Wasser wieder etwas heraus. Siehst du das auch so? Also ich denke mir dann oft, ist nicht sie vielleicht die Ursache dessen, dass jetzt da was aus dem Wasser rauskommt in der Habe ich das nicht gerade Sequenz? gesagt? Dann habe ich es nicht so ganz verstanden. Ja, du hast dich mit den duschenden Frauen beschäftigt. Im Stern ist schon wieder eine Frau, die duscht zwar nicht, aber.
damit habe ich eingeleitet, dass der Stern halt etwas ins Wasser gießt und dann im Mond Leben daraus entsteht. Ah, okay, gut. Dann hast du das schon stay so. Stay with me, Christopher, stay with me. Yeah, I stay with you. Wherever you go, Kirsten. Und ja, aber ich würde gerne noch mal irgendwie auf diese Sequenz eingehen genauer. Also das heißt, in der persönlichen Entwicklung eines Menschen, wie würde man das vielleicht jetzt abbilden oder in Worte fassen? Ja, also können wir noch andere Bilder dafür sehen oder? Ja, ich kann jetzt noch. Ich habe halt die beiden jetzt nebeneinander nur im Tarot de Marseille, also von Stern aus. Okay, dann bleiben wir dabei. Mhm. Im Stern bekommen wir haben wir eine Erleuchtung. Ne, die Erleuchtung ist provoziert durch die Erschütterungen des Turmes. Schaut euch die Videos nochmal an, wenn ihr das jetzt gerade nicht so versteht. Und im Stern haben wir ein ganz klares Bild von dem, wie es sein soll. Ja, wie ich mein Geschäft machen möchte, wie ich mir den perfekten Lebenspartner, die Lebenspartnerin vorstelle, was meine Berufung ist, das kriege ich im Stern als Bild. Mhm. Und dann gieße ich quasi das, was ich was ich haben möchte, vielleicht auch in einem magischen Akt auf die Erde. Also hier wird es ja nur ins Wasser gegossen, aber in den späteren Tarots wird auch immer was auf die Erde abgegeben. Und dann kommt die Zeit des Mondes, in der ich beweisen muss, dass ich das auch tatsächlich materialisieren kann. Und das macht den Mond zu einer ganz gefährlichen Karte aus Sicht der Magiere, weil wir in der Dunkelheit tappen, weil wir nicht genau wissen, was als nächstes passiert, was auf uns zukommt. Dieses Bild ist ja auch ein bisschen unheimlich mit diesen Wölfen und bedrohlich. Und es ist die Zeit, in der wir beweisen müssen, dass wir das, was wir da sagen, das ist es jetzt für mich, auch tatsächlich ins Leben bringen können, in die Sonne. Ich zeige jetzt mal dazu mal die Karten, die wahrscheinlich noch älter sind als das Tarot de Marseille. Vor allen Dingen die auf meiner Seite befindliche, die aus dem Visconti Sforza Tarot. Da sehen wir nochmal ganz unterschiedliche Abbildungen dazu. Also es ist diese Darstellung, die wir so gewöhnt sind, vor allen Dingen durch das Rider-Waite Deck, aber auch Tarot de Marseille, die findet hier zum Beispiel einen ganz anderen Anklang. Ja, wir haben einmal wieder das Thema Astrologie, das wir schon beim Stern auch hatten. Das macht ja auch total Sinn, gerade diese Karten Stern und Mond mit Astrologen in Verbindung zu bringen. Der Mond war ja ebenso wie der Stern wirklich ein wichtiger Messer von Zeit und vielleicht auch von hauptsächlich von der Zeit her, aber also er war einfach total wichtig früher für Menschen, um durchs Jahr zu gehen. Dazu hast du auch schon am Anfang was erklärt. Und die Beobachtung des Mondes wurde ja dann auch in die Magie eingearbeitet. Mhm. Und ich rede jetzt immer so viel über Magie, weil der Mond die Karte der Magie ist. Mhm. Okay. Und deswegen passt das für mich sehr, sehr gut. Bei der anderen Frau, ja, da sehen wir halt so einen Anker, ne, was ganz interessant, das ist, interessant ist. Und das ist nicht das Visconti-Deck. Ich weiß selbst nicht, welches Deck es genau ist. Okay. Aber es stammt aus der Zeit der Visconti-Zeit, beide Decks. Und ja, vielleicht stellt das für mich dar, also die Frau scheint ja den Mond zu betrachten, vielleicht sogar anzubeten, ne, dass man, gerade wenn man sich mit dem Mond beschäftigt, doch auch Erdung braucht. Das geht in die Richtung dessen, was ich gerade auch gesagt habe, um die Sehnsüchte, die wir mit dem Mond verbinden. Ihr kennt das vielleicht alle, dass man in den Mond schaut und so Träume in einem hochkommen, dann es ist ja wirklich oft sehr zauberhaft, dass wir diese Träume auch tatsächlich verankern und nicht verrückt werden. Lunacy ist ein Stichwort. Lunatic. Ja, genau. Lunatic ist ja auch so, was ist ja ein Zustand von geistiger Verwirrung und so geht es in Richtung Verrücktheit. Also das ist auch etwas, was man dem Mond ja immer nachsagte. Wer zu lang in den Mond schaut, der wird verrückt.
Ja, also oder verliert den Verstand, gibt es ja auch. Und wenn man das jetzt mal nicht so negativ formuliert, heißt das ja, wir knüpfen vielleicht an Sphären in uns an im Mond, die bei Tageslicht besehen gut verwahrt sind und die wir gut in eine Ecke stellen können, wo wir sagen können, da können wir uns gut dissoziieren davon, trennen davon. Aber der Mond assoziiert uns wieder vielleicht auch mit Schattenanteilen in uns, mit ungeliebten Sphären, mit Gefühlen, die wir nicht so gerne haben. Ich glaube, dass da dieses Thema Schatten eine wichtige Rolle spielt beim Mond. Ja, wir müssten auch, also vielleicht noch mal uns so Autoren angucken wie Shakespeare oder Milton, die ja ungefähr in der Zeit auch geschrieben haben, die dem Mond halt gerade immer diesen verwirrenden Charakter zuführen. Und gerade in Paradise Lost von Milton ist der Mond ganz ausschlaggebend. Das ist das Paradise of the Fools. Also wo man landet, wenn man nicht reinen Glaubens ist, wenn man verführt wird in irgendeiner Form. Und ich glaube, damit hat diese Karte zu tun. Naja, wir haben ja auch im Deutschen sogar noch einen Anklang daran. Unser deutsches Wort Laune stammt von Luna, der Mond. Also Ja. Launenhaftigkeit. Man ist launenhaft wie der Mond, wechselhaft. Ja, wir Also sind ich halt eine glaube, Frau, ne? wie Nein, Kirsten. das ist halt das, was mich an dem Mond so ein bisschen nervt. Der wird ja immer mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Und gerade in den alten Büchern von Waite und anderen wird es dann halt auch immer mit Irrationalität in Verbindung gebracht. Und das stört mich. Ja, würde mich auch stören, ehrlich gesagt. Und ich denke auch mal hier, trotz allem bei dieser Karte auf meiner Seite, sieht man dieses Anbeten des Mondes und gleichzeitig mit dem Anker auf der Erde, das finde ich eine schöne Deutung, dass man sagt, also vielleicht ist der Mond, wenn wir vom Stern in den Mond kommen, die Phase im Tarot, wo wir Gefahr laufen, uns vielleicht in unseren Fantasien, in unseren auch irrationalen Sehnsüchten zu verlieren, ob die nun eher angstbesetzt sind oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Also ich kann mich auch in meinen Ängsten verirren. Und dieser Anker hilft mir vielleicht, durch diese Phase durchzugehen und gleichzeitig aber auch von ihr zu profitieren. Denn sie ist nun mal da. Mich erinnert jetzt, witzigerweise erinnert mich das Ganze an Odysseus und die Sirenen, der ja auch Ja. gesagt hat, bindet mich an den Pfahl fest, ich will den Sirenengesang hören, aber haltet mich fest, damit ich ihm nicht folge. Und während seine Kameraden alle die Ohren mit Wachs versiegelt bekommen haben, um weiterzugehen, hat er gesagt, ich will diesen Sirenengesang hören. Vielleicht ist das so ein, ich weiß nicht, ob es ganz passt, das Bild, aber vielleicht erahnst du, Kirsten, worauf ich hinaus will. Finde ich gut. Herzensmensch hat hier gerade gefragt, ob der Mond Dinge beleuchtet, die wir nicht so gern in uns sehen. Ich würde sagen, das ist eher der Teufel. Beim Mond geht es nicht so darum, etwas zu erkennen, was wir nicht gerne in uns sehen, sondern er bringt einfach Verwirrung. Und ein Handlungsvorschlag, wenn wir den Mond ziehen, ist oft einfach stillzuhalten und erstmal die Situation zu beobachten. Der Mond wirft so Nebelbomben in unser Leben und wir können halt nicht genau klar sehen, was auf uns zukommt, wer auf uns zukommt. Aber auch das können wir vielleicht bei späteren Karten noch mal uns näher angucken. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zu den beiden Genau. Klassikern über, Da können wir denn es nämlich sehr die, schön sehen. ja, da kann man vielleicht noch vieles, was wir jetzt so an losen Fäden jetzt gesammelt haben, auch nochmal zusammenführen, finde ich. Genau. Also bleiben wir erstmal bei der Waite-Smith-Variante, die bei Christopher ist. Da sehen wir quasi, wie dieses Motiv aus der Marseille-Version stark ausgearbeitet wurde. Wir sehen, wie dieser Krebs oder Languste sich wirklich aus dem Wasser heraus bewegt. Es ist ein Weg zwischen diesen Tieren abgezeichnet, der bis in die Berge führt. Wer diese Folgen hier beobachtet hat, weiß inzwischen, dass die Berge immer ein Symbol für Erkenntnis unter anderem sind im Tarot. Und wir sehen jetzt, wie dieser Krebs, so jedenfalls beschreibt es Waite in seinem Bilderschlüssel des Tarot, Krebs oder Languste versucht, aus diesem Wasser herauszukommen und es wohl nie schaffen wird, was ich eine sehr pessimistische Deutung empfinde. Und das hat die Mond
Rezeption stark geprägt, dass das halt so einen Vergeblichkeitsaspekt hat. Wenn ich mir dieses Bild angucke, ja, habe ich wieder dieses Gefühl Zivilisation, die sich entwickelt, ne, aus einer Vorzivilisation. Manche sagen, wir haben hier einen Hund und einen Wolf, ne, einen zivilisierten Anteil von uns und einen nicht zivilisierten Anteil, einen wilden Anteil in uns. Und für mich ist dieses Bild ganz stark, ich habe ja vorhin über Berufung auch geredet, ein Bild unseres Horoskopes, ja. Dieser Krebs symbolisiert für mich den IC und die Berge, den steinböckischen MC oder das steinböckische MC. Und der Mond sagt uns, du hast jetzt es hier in der Hand, zu deinem Höhepunkt, deinem MC zu gelangen. Das ist mit Anstrengung verbunden und du weißt auch nicht genau, was dir diese Tiere antun werden. Du weißt nicht genau, was die beiden Türme da mit dir machen werden. Aber es ist jetzt deine Aufgabe, tapfer dich da hochzuwinden. Und das kann natürlich ewig dauern. Eine Geschichte, an die ich immer denken muss, wenn ich den Mond sehe, ist von Doris Lessing. Die hat ein fünfteiliges Werk geschrieben, das unter anderem ein Buch enthält, das Chikasta heißt. Mhm. Und ein anderes Buch ist die Hochzeiten zwischen den Ebenen 2, 3 und 4. Ist ein sehr komisch klingendes Buch. Ich glaube, sie hat diese Bücher gechannelt, als sie in Südafrika irgendwie in den Himmel geguckt hat. Das sind wirklich unglaubliche Bücher aus den 70er Jahren, die so viel vorwegnehmen, was wir heute diskutieren. Und da geht es halt darum, dass wir Menschen, wenn wir uns entwickeln wollen, zwar immer wieder Begegnungen mit anderen Menschen brauchen, aber letztendlich diesen Weg zur Berufung nur alleine nehmen können, um das ganz kurz zu fassen. Mhm. Und das ist so diese Qualität. Wir sind auf uns alleine gestellt im Mond. Es ist dunkel und was wir hier als Mond dargestellt sehen, ist ein Dunkelmond. Es ist kein Licht eigentlich, auch wenn das so aussieht. Und die Gestalt könnte gut die Göttin Hekate sein. Es wird aber auch gesagt, dass sich hier der Mond genau vor die Sonne geschoben hat, die als nächste Karte kommt. Und es ist halt die Zeit, in der die Alten besonders große Angst hatten, weil sie nicht wussten, ob sie die Sonne jemals wiedersehen würden. Also Sonnenfinsternis, ne? Genau. Woran mich es erinnert, ich denke oft an einen Psalm oder an einen Satz aus einem Psalm in der Bibel. Da heißt es doch, ich bin mir nicht sicher, welcher Psalm es ist, aber es ist sehr berühmt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ich muss immer an das finstere Tal denken bei dem Mond. Und es gibt und natürlich auch die Hoffnung, da durchzukommen. Also wir alle müssen mal durch finstere Täler durch. Und bei diesen beiden Türmen, da muss ich ehrlich gesagt immer denken an einem Bild aus der unendlichen Geschichte. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß auch nicht, wie er heißt. Der zwischen den beiden Sphinxen so durchgehen muss. Ja, also der Weg führt zwischen diesen beiden Sphinxen durch. Das habe ich nur so als Bild jetzt gerade in Erinnerung. Wahrscheinlich auch eher aus dem Film als aus dem Buch. Also dieser Weg zwischen den beiden Türmen, wir wissen nicht, was die Türme jetzt mit uns tun werden, wenn wir zwischen ihnen durchgehen. Welche Schwelle werde ich überschreiten? Ja. Und ich finde es aber sehr tröstlich, wenn du sagst, natürlich auch die Verbindung mit IC und MC finde ich spannend. Wir gehen in Richtung unseres Lebensziels, unserer Bestimmung an dieser Stelle. Aber der Weg ist auch irgendwo vorgegeben. Ja. Ja, der Weg ist vorgegeben, aber trotzdem unklar. Die Karte wird auch gerne als dunkle Nacht der Seele bezeichnet, also in der wir eigentlich so kurz vor dem Ziel sind, nach dem Motto, es ist immer am dunkelsten, kurz bevor die Sonne aufgeht. Und jetzt müssen wir irgendwie nach vorne kommen. Ich habe hier gerade noch was von Herzensmensch gelesen, genau die, man weiß nicht genau, was die Bedeutung der Türme ist. Ich finde es interessant, dass wir jetzt nach dem Verfall des Turmes auf einmal zwei Türme stehen haben. Eine häufig passierende Reaktion, die halt kontraproduktiv ist, nämlich wenn etwas zerstört ist, es mit doppelter Kraft wieder aufzubauen, anstatt etwas Neues zu erschaffen. Dafür könnten diese beiden Türme stehen. Aber wie ich es eingangs auch schon sagte, für die Wachtürme am Ende der Welt. Wir gehen hier also über das Irdische hinaus, was dann wieder zu den Fischen passt, die ja mit dieser Karte verbunden sind. Und die
andere, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich. Nein, Susanne hatte gefragt, ob Thoth, also Thoth, nicht mit dem Mond zugeordnet ist. Und also wir sehen ja hier bei Crowley ägyptische Figuren und da ist es dann Anubis, der hier dargestellt ist, ne? Und der Mond wird auch in dieser Karte als ein ganz schwieriger Punkt dargestellt, wo es darum geht, dass jetzt Leben entsteht, neues Leben. Wir sehen halt diese nächtliche Situation. Es könnte auch so ein bisschen die Welt, die Tore zur Anderswelt darstellen, genauso wie diese beiden Türme uns natürlich in die Anderswelt führen können, also die Welt dahinter. Oder aus der Anderswelt wieder heraus könnte es auch sein. Wir wissen es nicht, ne? Wir waren ja vorher auf dem Stern. Und wir sehen da unten den Skarabäus, der die Sonnenscheibe, wenn wir genau gucken, durch die Schenkel der Göttin Nuit nach oben schiebt. Und das ist halt gerade ein Geburtsprozess. Und Crowley beschreibt das als einen sehr gefährlichen Moment. Wir sehen da auch so Blutstropfen nach unten tropfen. Also wir sehen hier einen magischen Akt, der total daneben gehen kann. Und während die hohe Priesterin auch gern gesehen wird als die Schwangerschaft, mit etwas schwanger gehen, was sehr produktiv und schön ist, wird der Mond auch gerne als die Sorgen und Ängste der Schwangerschaft bezeichnet, die meisten Frauen ja auch haben, wenn sie sich im Schwangersein befinden. Also ich hatte die auf jeden Fall. Ich meine, es ist natürlich ein kritischer Moment, klar. Die Geburt ist eigentlich, man könnte so sagen, der Augenblick höchstmöglicher Verletzlichkeit. Im Moment des Erschaffens bin ich natürlich auch sehr verletzlich, weil wenn schon im Moment der Geburt was schief geht, dann setzt sich das natürlich fürs ganze Leben fort. Und bei den Türmen wollte ich noch sagen, mich erinnern die beiden Türme natürlich auch an die Säulen bei der Hohepriesterin. Da haben wir auch links und rechts eine Säule, also könnte man auch sehen. Crowley macht ja die Türme auch zu Art Säulen, die fast phallischer Natur sind bei ihm und die vielleicht auch Leuchttürme sind. Er hat phallisch gesagt. Und aber dieser Moment der Geburt, und da gehe ich nochmal auf Camilla zurück. Camilla fragt, will die Languste der Krebs wirklich aus dem Wasser? Man könnte sich bei Wade Smith natürlich noch streiten. Du hast ja auch gesagt, das gelingt ihm gar nicht, ne? Also Wade Smith schreibt den Bilderschlüssel, die rutscht vielleicht wieder zurück. Aber bei Also das hat nur Crowley Wade will, geschrieben. was sagst du? Das hat nur Wade Das hat nur geschrieben. Wade Smith hat geschrieben. ja gemalt. Genau, aber bei Crowley sehen wir ganz klar, dieser Skarabäus, also dieser Käfer, eigentlich ein Mistkäfer, der im alten Ägypten für das Symbol ja, der Sonne zur Sonne wird, der will natürlich geboren werden, der will weiterrollen. Und trotzdem ist da dieser Moment der Gefahr, des Gefährlichen natürlich drin. Und es kann scheitern. Vielleicht ist es also Camilla gar nicht eine Frage, ob er will oder nicht, sondern ob er es schafft oder nicht. Ja. Vielleicht will er es, aber ob er es schafft, ist die Frage. Also auf jeden Fall ist gerade auf allen Tarotkarten, wo ein Weg abgezeichnet ist, eigentlich immer die Aufforderung, diesen Weg auch zu beschreiten. Und es gibt aber wahnsinnig viele Menschen, die im Mond stecken bleiben und eben nicht wollen, ne? Und das verbinde ich so ein bisschen manchmal, seid mir nicht böse, oder seid mir böse, mit der New Age-Szene, die halt im Stern komplett das Licht sieht und dann aber nicht schafft, da wieder rauszukommen. Also in den 80ern in Berlin, ich komme ja aus Berlin, gab es da einige Charaktere, die wirklich das Licht sahen, dann Jesus wurden und Jesus blieben, bis sie bis sie verschwanden auf ewig in Anstalten. Und das ist auch etwas, was wir halt mit der Lunacy, worauf wir schon abgespielt haben, Ja, verbunden sind. Und finde vielleicht ich, will man da nicht raus, weil man meint, das Licht gesehen zu haben und das ja. auch nicht mit anderen teilen muss. Darf ich noch was sagen, Ja, Christopher? klar, logisch. Die Quintessenz dieser Karte ist ja die Neun. Das ist der Eremit. Und der Eremit hat eine Lampe. Und mein Gedanke ist, dass wir halt diesen Eremiten brauchen, um durch den Mond zu kommen. Wir müssen gestärkt sein in uns, wir müssen gefestigt sein,
greift und wissen, was wir wollen und alles durchgemacht haben, um dadurch gut zu gehen und auch mit realistischen Dingen klarzukommen. Der Remirit ist auch noch der Jungfrau zugeordnet. Also es bedingt sich hier genau diese Achse zwischen den beiden. Und von daher, vielleicht will man nicht raus, aber es wäre gut, da rauszukommen. Jedenfalls in den Varianten von Wade und Crawley. Also sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Weil ja. Du hast völlig recht, der Stern, der ja die Hoffnung, der so strahlend ist, der uns sozusagen vielleicht auch eine Vision schenkt. Aber vielleicht gibt es einfach viele trügerische Elemente in der Vision, die wir nur erfahren können, die uns nur bewusst werden können, wenn wir durch die Mondphase gehen, in der wir einfach mit diesen Themen konfrontiert werden. Und ja. Finde ich super, weil wenn wir dann auf die Sonne kommen, da werden wir dann sozusagen belohnt, könnte man sagen, wenn wir das geschafft haben. Es gibt also, das Tarot hört ja jetzt nicht mit dem Mond auf, sondern es hört aber auch nicht mit dem Stern auf. Ja, aber Camilla spricht was an, was vielleicht noch relevant ist, wenn wir uns modernere Bilder dieser Karten anschauen. Und vielleicht soll ich mal welche holen, modernere? Zeig uns doch noch mal, was du noch hast. Also gut, hier haben wir jetzt nicht unbedingt modernere, aber nochmal sehr schöne von Robert M. Place. Die eine Variante bei Christopher ist aus dem Raziel-Tarot, das ja so auf hebräische, biblische Themen anspricht. Und da ist jetzt keine große Veränderung, außer dass wir da oben jetzt tatsächlich eine Göttin reingemalt bekommen haben und es sehr schön aussieht. Und bei der anderen Karte, da haben wir das Thema mit der Fackel, die wird jetzt nicht vom Eremiten getragen, die Laterne, aber wir sehen, dass wir, und das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt, wenn wir uns auf unsere innere Göttin verlassen in Phasen des Mondes, dann kommen wir dadurch gut durch. Und die feministische Rezeption ab den 70er Jahren hat dann auch gerade die Mondkarte sehr stark uminterpretiert in die Führung durch das Weibliche, hat die Mondphasen, die ja auch in der Frau, in der Periode arbeiten, da hineingebracht. Und da hat sich dann auch das nochmal gedreht mit diesem ein bisschen gruseligen Aspekt, der mit dem Mond gerade von den männlichen Magierinnen Anfang des 20. Jahrhunderts reingebracht wurde. Ich finde die übrigens sehr schön. Von Robert M. Place stammt dieses Deck auf deiner Seite. Sie hat was von Artemis, der Göttin des Mondes. Sie hat aber auch was von der Ceres, also Demeter, die eine Fackel tragend durch die Welt zieht, um ihre Tochter zu suchen. Und der Hund wird nochmal auf eine andere Art und Weise dargestellt, nämlich als Begleiter, als vielleicht auch ein Führer oder ein Schutz auf diesem Weg durch die Dunkelheit. Also beide Hunde, ein heller und ein dunkler Hund. Und das erinnert ja sehr stark daran, dass Hunde ja auch die Hüter der Schwelle sind. In vielen Mythologien tauchen Hunde als Wachposten auf in das Reich der Unterwelt. Denk an den Cerberus, denk an die Göttin Hel, die germanische, die auch Hunde bei sich hat. Der Hund, der diesen Aspekt hat, der wird hier nochmal, finde ich, auf eine wenig bedrohliche, sondern sogar beschützende und begleitende Weise dargestellt. Ja, und wir haben ja auch gerade jetzt bei unserer Samhain-Legung über die Erdmutter geredet, ne, die oft auch mit einem Hund in Verbindung gebracht wird. Und hast du jetzt auch gerade gesagt nochmal. Aber vielleicht geht es auch darum, um nochmal auf Herzensmensch zurückzukommen. Es geht nicht so sehr darum, die Seiten sich anzuschauen, die man nicht sehen möchte, sondern vielleicht die Seiten, die man noch nicht an sich kennt. Eben das, was aufsteigt aus dunklen Kellern, aus den Unterwelten, die aber nicht die höllischen Unterwelten sind, wenn man sich mit bestimmten Themen beschäftigt. Find's super interessant. Mir gefällt die Karte auf deiner Seite richtig gut. Ja. Auch wenn ich finde, dass sie ein bisschen das, was wir jetzt sagen über den Mond oder was du gesagt hast über den Mond, so ein bisschen wegdrängt. Ja, weil das ist, aber das ist, was ich meinte. Also in der Vergangenheit war das immer so wahnsinnig negativ mit dem Mond und auch als ich angefangen habe, Tarot zu unterrichten, war so vor 20 Jahren, da war das immer, der Mond. Aber es gibt so viele
positive Bilder inzwischen und die gefallen mir auch viel, viel besser. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie inzwischen Weiblichkeit betrachtet wird. Schauen wir mal bei diesen beiden, ob du da immer noch der Meinung bist. Ja, also das Glan-Bild auf meiner Seite stammt natürlich aus einer Zeit vor den beiden Weltkriegen. Und auch da haben wir wieder das Thema blinde Leidenschaft. Deswegen habe ich das dir eigentlich geschickt, weil ich dieses Stichwort so interessant fand, was auch gerne mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht wurde. Die Leute, die diese Karten gemalt haben, Waite, Crawley, Glahn, die sind natürlich auch nicht daran vorbeigekommen, dass Freud die Hysterie erfunden hat und gerade die weiblichen Verdrängungsthemen in der Zeit entstehen, Geschichten von Hoffmannsthal wie Elektra oder Salome von Wilde. Das kommt alles rein in das Thema Mond und Weiblichkeit und Frau und findet sich in dieser Tarotkarte dann auch wieder. Und dann haben wir so eine Karte hier wie die von Karl Röhrig, der aus den 80er Jahren, der in den 80er Jahren die Karten gemalt hat, die ich schön finde, weil eben hier das Weibliche mit einer sehr schönen fischigen Energie dargestellt wird. Wir sehen den Mond, wir sehen dahinter aber auch die Sonne glänzen. Also es ist auch wieder die Phase der Mond, der Sonnenfinsternis. Und ich finde, sie aktiviert, oder hier wird der hintere Teil des Hirns aktiviert, der ja dafür steht, für altes, kollektives Wissen. Und das ist auch ein Thema, was mit der Karte verbunden wird. Passt die Rune dazu? Was meinst du? Das ist die Rune Othala. Genau. Sie passt, finde ich, bedingt dazu. Das ist ja noch so ein Thema, da haben wir uns ja schon mal auch drüber unterhalten. Die Zuordnungen, die wir da finden, sind wahrscheinlich aus bestimmten Themen gespeist, die nicht mit den klassischen Deutungen der Runen übereinstimmen. Othala wäre ja die Heimat. Es ist die letzte Rune, so könnte ich mir das noch überlegen. Es ist die letzte Rune nach der klassischen Zählung. Und so wie die Fische, du hast auf die Fische angesprochen, das letzte Zeichen sind, beginnt danach der Zyklus neu. Man könnte sagen, mit der Othala endet etwas, aber es ist natürlich auch der Beginn von etwas Neuem. Ja, ich würde sagen, wir kommen langsam aber sicher mal zu einem Ende. Wir haben ja noch ein Orakel zu machen, liebe Kirsten. Und du bist nicht vorbereitet, das sehe ich schon. Aber während ich hier noch ein paar Takte sage, kannst du dir überlegen, welches Deck nimmst du denn? Hast du eins zur griffbereit, Kirsten? Ach, liegen ungefähr 30 Decks rum, irgendeins kann ich nehmen. Ich hab schon gedacht, Kirsten, das kann ja nicht sein, dass du nicht irgendein Deck griffbereit hast. In diesem Haushalt, kann ich euch sagen, da gibt's keinen Winkel, in dem nicht irgendeine Tarotkarte ist. Außer im Bad vielleicht und selbst da. Das ist Astrologie. Genau. Also ich werde, also ihr wisst ja, wie das jetzt geht. Wir kommen zu einem Ende. Wir könnten jetzt noch, ich habe das Gefühl, Stunden über diesen Mond reden, weil es echt ein tolles Thema. Ja, und ich finde auch toll, wie ihr heute hier mitgemacht habt und ganz tolle Sachen geschrieben habt. Sehr, sehr schön. Der Mond regt halt die Fantasie an. Ne, und die Kreativität und genau das ist uns heute allen passiert. Und noch einmal Entschuldigung, gerade ich war heute wirklich ein bisschen wuselig, aber das ist dem Thema geschuldet. Ist der lunatische Mond, der dich als Frau natürlich besonders beeinflusst. Ja, komm mal rüber hier. Gut, dass wir wie viele Kilometer zwischen Hamburg und München haben. So. Aber so als Abschlussbilder brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, nur damit ihr nochmal andere Bilder seht. Von Katrin Weltstein, nehme ich mal an, ist das auch ein sehr, sehr schönes Bild für den Mond, wie ich finde. Ja, auch sehr schön, ja. Und das andere ist, weiß ich jetzt nicht, das kannst du mir nochmal sagen. Magical Tarot. Ja. Aber wir wollen da jetzt mal nicht drauf eingehen. Und ihr dürft euch wieder einen von uns aussuchen und Kirsten wird eine Karte ziehen, ich werde eine Karte ziehen. Das Deck, das ich heute benutze, ist nicht das Murder of Crows. Warum denn nicht? Weil es hat für Empörung gesorgt. Ich nehme das Runic Tarot. Okay. Aber ihr habt jetzt nicht den Christopher fertig gemacht da. Dann nein. Kann damit umgehen.
Ja, noch ehe Herzensmensch sich für mich entschieden hat, habe ich zu dem Russian Tarot gegriffen, Russian. weil die Russen so ein sentimentales Volk sind, das eng mit dem Mond verbunden ist, und außerdem sind die Karten so hübsch dunkel. Genau. Also, ich übernehme das Runic-Tarot, Kirsten das Russian-Tarot, aber ihr könnt euch im Herzen, so wie Herzensmensch hat es gesagt, im Herzen wählt sie mich und Kirsten wählt sie außerhalb ihres Herzens oder wie auch immer das gemeint ist. Ihr könnt natürlich beides wählen, aber wenn ihr wirklich einen guten Impuls haben wollt, solltet ihr euch für eins von beiden entscheiden. Ganz genau. So. So, ich hast du Ja, schon? und ihr tut nicht schlecht daran, euch für mich zu entscheiden, wenn ich das mal sagen darf. Ich habe noch nichts gezogen. Denn ich habe für euch die 10 der Münzen gezogen. Und in der 10 der Münzen geht es um Reichtum, den ihr erlangen könnt, dass sich in der kommenden Woche, denn es ist jetzt eine Wochenkarte, Dinge ereignen in eurem Leben, die euch durchaus auch materiell bereichern können. Es können aber auch Veränderungen in der Familie stattfinden, die dazu führen, dass ihr bereichert werdet. Und prinzipiell ist es eine sehr fruchtbare Karte, die euch auch nochmal dazu auffordert, eure Ahnenreihe zu erforschen. Wir sind jetzt ja in der Zeit, in der das eine perfekte Gelegenheit ist, mit den Ahnen zu arbeiten und euch bewusst zu machen, welche Werte ihr aus der Ahnenwelt geschenkt bekommt und für euch nutzbar machen könnt. Ja, und ich habe aus dem Runic-Tarot die 4 der Schwerter gezogen, für alle, die sich für mich entschieden haben. Wir sehen hier, das ist so ein bisschen angelehnt an den Vikings-Hype, wir sehen hier 4 Wikinger und wir sehen dort am Horizont ein Schiff, das brennt, das ein berühmtes Beerdigungsritual ist bei den Wikingern. Und ja, der Himmel ist so ein bisschen düster, aber da öffnet sich, finde ich interessanterweise, mich hat sofort an den Mond erinnert. Wir haben auch hier die beiden Berge im Hintergrund. Das Schiff ist ja vielleicht auch die Mondbarke. Und ja, und irgendwo hält sich der Himmel am Ende auf. Aber diese 4 Wikinger, die sind, also ihr seht, wie schön ihre Zöpfe geflochten sind. Das machen der Wikinger offensichtlich gerne, wenn man den Fernsehserien vertrauen Haben darf. Sie eine Dauerwelle, Christopher? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle haben sie bestimmt die Zöpfe geflochten unter Jungfrau Mond und die halten ewig. Ja, aber sie sind auch bewaffnet. Ihr seht das, also sie blicken da in die Ferne. Und ja, wie würde ich das deuten? Man ist bereit. Man ist bereit für den nächsten Schritt und muss an dieser Stelle einfach auch schauen, wie, ja, man ist eben bereit und man macht ihn noch nicht. Das ist so ein bisschen die Deutung, die auch hier vorgeschlagen wird. Man soll noch einmal in Kontemplation gehen, man soll noch einmal in sich noch einmal die Dinge gut abwägen und überlegen, sich vorbereiten auf den nächsten Schritt, den man gehen soll. Man soll vielleicht auch sich seinen, es heißt ja heal your mind, also seinen Geist klar halten und heilen. Das passt vielleicht auch ganz gut zum Mond. Vielleicht sagt diese Karte auch aus, während der Mond uns viel Verwirrung schenkt, ist es vielleicht keine gute Gelegenheit, jetzt sofort loszustürmen, sondern erst einmal alles vorzubereiten, darauf den nächsten Schritt zu tun und diese Zeit auch zu nutzen dazu. Hast du noch irgendetwas, was du zu viel der Schwerter vielleicht sagen könntest? Also ich finde, mich erinnert das Bild schon an den Mond, an die Karte Mond. Vielleicht hältst du sie jetzt noch mal hoch, weil wir halt das Wasser haben, dahinter die Berge, und offensichtlich sind sie dabei, einen Weg zu beschreiten, wissen vielleicht noch nicht genau wie. Und diese Barke, die da in der Mitte ist, sieht für mich auch so ein bisschen aus wie so ein Portal. Ich musste jetzt so an Stargate denken. Also, dass man hier durchaus auch, wenn man jetzt über das Wasser geht, ein Symbol auch, um in eine andere Welt zu reisen, dabei ist, jetzt in diese andere Welt, vielleicht zu driften.
Ja, und man könnte auch sagen, diese Barke, die da brennt, das es kann nicht nur ein Bestattungsritual sein, was ja ein Hinweis auf Jenseits und Anderswelt ist. Es könnte auch sein, das Schiff wird abgebrannt, die Wikinger stehen am Strand und wissen, es gibt kein Zurück mehr. Also sie Ja. kommen, sie müssen jetzt einen anderen Weg suchen. Also sehr viel Interpretation drin. Ich finde das Runik-Tarot übrigens auch sehr schön, auch wenn es manchmal mich mit Deutungen konfrontiert, die nicht so geläufig sind. Aber das ist ja vielleicht ein Wesensmerkmal eines neueren Tarot, dass es auch mal andere Gedanken mit dazu bringt. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch einen guten Impuls noch gegeben, über den Mond nachzudenken. Ich glaube, das war eine ganz perfekte, passende Sendung, trotz verwirrender Momente, anfänglich und später. Wir haben es trotzdem geschafft, noch ein bisschen humorvoll zu sein, obwohl wir durch das finstere Tal gewandert sind. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches mit uns, Kirsten. Auf Insofern. jeden Fall. Ja, eine Opfergabe an Götter, genau. Also es könnte Ganz auch. genau. Denkt noch einfach mal für euch drüber nach über den Mond. Wir sehen uns wieder. Ihr werdet es erfahren. Dann geht es weiter in unserer Reise durch die großen Arkanen mit der Sonne. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch da draußen einen wundervollen, ja, wundervolles Wochenende, ein wundervolles Halloween-Wochenende, Soween-Wochenende oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja, das wünsche ich euch auch und habt einfach eine schöne Zeit und wir sehen uns ziemlich bald, glaube ich, wieder. Sowieso. Alles klar. Macht's gut.